Hey und ho, meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Hier ist wieder euer Basti. Und ja, ihr seht richtig im Hintergrund, wir spielen PlayerUnknown's Battlegrounds, die Early Access Version, es gibt ja auch keine andere. Das heißt, wir spielen auf dem Computer, es ist endlich soweit, der PC ist gaming-tauglich. Es ist zwar noch nicht alles eingestellt, ich denke mal, ihr hört das auch im Ton, die Audioqualität ist jetzt etwas schlechter als, als sie normalerweise, ups, jetzt bin ich gegen das Mikro gefahren, als sie normalerweise war. Aber das ist halt einfach jetzt momentan gerade so. Das kann ich leider gerade nicht ändern. Da muss ich noch ein bisschen was einstellen. Ich hatte auf jeden Fall jetzt aber mal Lust, die allererste Runde mit euch gemeinsam zu spielen. Dass ihr mal erlebt, so wie das Ganze denn so aussieht. Wenn man das allererste Mal wieder am Computer spielt oder beziehungsweise überhaupt am Computer spielt. Ich meine, dass ich vor 10 Jahren mal zu Hause am PC Need for Speed oder sowas, wo man vielleicht gerade mal die 4 Pfeiltasten und die Leertaste beherrschen musste, gespielt habe. Das ist eine Sache, aber das hier ist wirklich schon was komplett anderes. Ich habe mir auch vor mir so einen Zettel vorbereitet, wo ich hingeschrieben habe, welche Taste welche Funktion hat. Ey, das ist so unglaublich, was man sich ja alles merken muss. Ich bin es jetzt nur von der PlayStation gewöhnt. Da habe ich meine 10 Tasten oder so und ja, die beherrscht man dann halt einfach. Hier sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Ich versuche jetzt auch gerade so ein bisschen die Steuerung. Aim-technisch habe ich alles einfach mal beim Alten gelassen. Jetzt fangen die bestimmt gleich wieder alle an zu quatschen hier. Das war so klar. Das nervt jedes Mal total. Ich weiß nicht, irgendwie kann man das bestimmt stumm stellen. Ich habe mich noch nicht damit befasst. Auf jeden Fall habe ich mir ein paar Videos auch immer dazu angeguckt, weil ich das wirklich geil finde, das Spiel. Es gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und wir müssen NAM 3. Was war denn nochmal NAM 3? Ich glaube, das ist an der Maus. Moment. Die springen. Ja, die springen alle schon raus. Okay. Ich würde sagen, wir gehen so ein bisschen in die Mitte, aber da gehen halt auch viele hin in die Mitte. Ich würde sagen, so ein bisschen da hinten ins Grün. Und ich würde sagen, wir springen einfach mal ab und gucken mal, wo uns der Wind so hin verschlägt. Und wie gesagt, ihr seid ja mehr oder weniger live dabei. Ich nehme das Ganze Uncut auf. Ich habe noch nicht die Möglichkeit zu schneiden. Soweit bin ich noch nicht gekommen mit meinem PC. Aber wie gesagt, ihr seht, es ist auf jeden Fall dabei alles. Es ist alles dabei. DayZ habe ich auch schon runtergeladen. Also werden wir in Zukunft auch wahrscheinlich ein bisschen DayZ sehen. Es war so damals das Spiel, warum ich unbedingt eigentlich einen Computer haben wollte, auf dem ich zocken kann. DayZ war so das Spiel überhaupt. Aber mittlerweile ist das ja gar nicht mehr so. Und ich muss sagen, Unknown Battlegrounds oder wie auch immer man dieses Spiel nennen will, hat wirklich alles richtig gemacht. Ist ein sehr, sehr cooles Spiel. So, wo war jetzt... Weit sprinten. So, und jetzt muss ich hier. Hier muss ich NAM 3. Ich muss mich jetzt natürlich mega konzentrieren. Wie gesagt, ich spiele das allererste Mal. Da liegt auch noch irgendwas. Eine Waffe vielleicht? Nö, zweimal Hose, toll. Hier noch irgendwas drin, ne? Boah, ich laufe jetzt auch die ganze Zeit wahrscheinlich so gegen die Wände und so. Das ist ganz normal auf jeden Fall, wenn man so das erste Mal wirklich. Ich höre jemanden. Nee, ich brauche eine Waffe. Lad nach. Oh, da hat einer einen Pumpgun. Wo ziele ich denn? Ah, rechte Maustaste, okay. Oh, der hat mich eh schon entdeckt, ey. Ganz ehrlich, ich könnte schwören, der hat mich eh schon entdeckt. Ich sehe das ja immer, wenn ich dann Videos dazu gucke. Das ist einfach mega krass, wie ich... Wow, was ist das denn? Krass, okay. Das habe ich jetzt noch gar nicht gesehen. Hier gibt es auch Sicheln. Vielleicht irgendwie ein Update. Wie kann ich... Oh mein Gott, da hinten ist einer drin im Haus. Wie kann ich mich ducken? Ah, okay. Kann ich jetzt hier... Hä? Wieso legt er sich jetzt hin? Ich höre hier doch irgendwas. Kann ich springen? Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wie kriege ich meine Waffe wieder? Ey! Ach du Scheiße, ey. Das ist echt mega creepy.
Ich habe keine Ahnung, ob wir ihn irgendwie getroffen haben oder so, aber ich habe auch nur eine Pistole. Ich glaube, das ist gar nicht so schlau eigentlich, wenn wir schießen. Mit einer Pistole kann ich mich nicht wirklich verteidigen, würde ich sagen. Oh, was haben wir denn hier? Schöne Sache. Jawohl. Komm, snack ein bisschen. Wir haben noch keinen... Wie kann ich die Waffe wechseln? Okay, nachladen. Okay, wir heben noch ein bisschen was auf hier. Kann ich nochmal nachladen? Dann haben wir hier noch zwei Griffe oder sowas. Kann ich dieses Menü aufrufen? Hier kann ich das Menü aufrufen. Okay, das kann ich da drauf packen. Und den Scope kann ich auch da drauf packen. Das ist sehr gut. So, gehen wir dann mal wieder raus. Oh, das ist nice. Mündungsdämpfer. Wo müssen wir denn überhaupt hin? Ach, wir sind eigentlich so ziemlich im Bereich drin, glaube ich sogar. Wir müssen noch... Okay, hier können wir auf Auto stellen, okay. Boah, ey, das Aim ist so krank. Das ist so komisch. Hä, wenn ich klicke? Ich hab doch irgendwas gehört. Ist doch da. Ich könnte so schwören, dass da einer ist. Da ist doch einer. Oh! Ey, wo... Was? Wie... Oh, er war über mir! Was zum Teufel? Alles klar. Boah, aber ey, wir haben immerhin... Ich habe immerhin die Steuerung halbwegs hingekriegt. Ich bin mega überrascht gerade. Ich glaube, ohne meinen Zettel hätte ich es wirklich nicht geschafft. Also keine Chance. Ohne meinen Zettel wäre hier, glaube ich, gar nichts gegangen. Alter Schwede, ey. Da wäre gar nichts gegangen, glaube ich. Ich hätte die ganze Zeit auf meinen Zettel geguckt. Was muss ich drücken, um was zu machen? Eine Runde machen wir noch, würde ich sagen. Boah, wie krass ist das denn bitte mal? Ich komme mit der Tastatur ja gar nicht klar. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht. Vielleicht kennt ihr euch damit aus, wenn man das allererste Mal mit Tastatur und Maus spielt. Aber für mich ist das mega ungewohnt. Das ist sowas von komisch. Das ist mega krass. Und dann natürlich noch gleichzeitig die Aufnahme zu machen. Ich konzentriere mich natürlich auch so ein bisschen aufs Reden. Das ist mega komisch, wirklich. Oh mein Gott, ey. Alles klar, wir probieren es einfach nochmal. Alter Schwede, das ist ja mega heftig, ey. Creepy, creepy. Ey, aber was man hier für eine Geschwindigkeit haben kann, um sich... Ja, super. Du bist jetzt ein richtiger Held. Black Ops 3 hier oder Black Ops 2 Musik im Hintergrund, wa? Läuft ja richtig hart bei ihm. Aber die Geschwindigkeit ist so mega krass schnell. Ich komme irgendwie gar nicht drauf klar. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. So, jetzt gucken wir erstmal, wie kann man denn Einstellungen, Ton. Nur Leute aus dem Team, so. Und da wir kein Team haben, sind die alle ruhig. Perfekt, geht doch. Was machen die denn hier alle? Komm, wir legen uns mal dazu. Können wir gar nicht? Doch, können wir, klar. Okay, nicht schlecht. Ja, Steuerung, das muss man wirklich üben einfach, glaube ich. Empfindlichkeit, aber ich glaube, ich habe ihn sogar verwundet in der letzten Runde. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich ihn getroffen habe, aber ich bin der Meinung, ich habe ihn trotz des krassen Schreckmomentes wirklich noch erwischt. Also wenigstens jedenfalls einen Hitmarker gemacht. Er hatte natürlich klar die bessere Position da von oben und wusste auch direkt, wo ich war. Aber meine Reflexe, die waren definitiv, glaube ich, fast da. Aber auch nur fast. Okay. So. Gehen wir denn hier am besten mal hin? Zentral, aber nicht zu zentral. Ist meistens so, denke ich mal... Boah, die springen alle da hinten ab. Okay. Das sieht so krass aus, wie viele einfach das sind. Das ist so heftig. Okay, ich würde sagen, jetzt springen wir ab. Dann landen wir so da unten bei diesen kleinen Häusern. Da ist eine Farm. Links weiter ein bisschen ist noch eine Farm. Rechts steht noch ein Haus. Und falls wir wirklich gar nichts finden sollten, ist da oben noch ein ziemlich großes
ja, ich sag mal, eine kleinere Siedlung. Die können wir definitiv auch noch anpeilen, falls wir nicht fündig werden. So, wie kann ich denn das hier irgendwie verschnellern, dass ich da... So, jetzt drehen wir hier einmal eine Runde, damit wir hier schön sanft vor den Gebäuden landen. Oh, das mache ich doch gar nicht so schlecht, würde ich fast sagen. Hier, aber wirklich eine Punktlandung. Direkt vorm Haus. Da hinten ist auch einer gelandet. Scheiße. Wir müssen uns definitiv beeilen. Wenn er vor uns die geilen Waffen hat, dann sind wir tot. Okay, hier haben wir definitiv schon mal eine Waffe. So. Was haben wir hier? Da ist eine Tür, super. Jetzt weiß er schon mal, wo wir sind. Ich glaube, die ist genau dasselbe. Was haben wir hier? Hier überhaupt nichts. Mach mal den Schädel da weg. Ich sehe gar nichts, Junge. Oh Mann, mich juckt's am Arm. Gar nicht gut. Oh! Was zum Teufel? Ey, das ist aber auch ein Camper-Spiel, oder? Wirklich wahr. Er sitzt einfach nur da und wartet, dass ich rauskomme. Aber er hatte auch eine Pistole nur. Okay. Ich war einfach zu schlecht. Ich war so erschrocken, dass da wirklich einer ist. Und dann war noch ständig der Schädel da davor. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Oh Mann, aber das sind auch wirklich schnelle Runden hier. Naja, komm, alle guten Dinge sind drei. Letzte Runde für heute. Danach ist echt schon wieder zu spät. Ich hoffe, der Sound, der geht klar. Ich habe noch nichts eingestellt, wie gesagt, am Mikrofon. Ich glaube, das hat so ein bisschen geknarzt. Ich habe mal kurz vorhin 5 Sekunden so einen Test gemacht. Ich sag mal, das war akzeptabel, aber so richtig geil war es nicht. Ich glaube, da muss ich schon noch ein paar Feinjustierungen machen. Vielleicht liegt es aber an den Connector-Kabeln, ich weiß es noch nicht. Muss ich an den also Verbindung zum PC. Die sind ziemlich lange. Ich musste Zwischenteile, also Verlängerungskabel fürs USB quasi dazwischen setzen. Das könnte natürlich dann auch dafür sorgen, dass die Signale einfach nicht so fein ankommen. Muss ich einfach mal schauen. Muss ich einfach mal schauen. Aber das ist, glaube ich, erstmal auch gar nicht so wichtig. Erstmal wollen wir einfach nur sehen, wie das Spiel so ist. Und wie wir uns schlagen, wenn wir das erste Mal am Computer sitzen und spielen. Wie gesagt, DayZ habe ich auch schon runtergeladen. Da wird bestimmt auch das eine oder andere Let's Play oder vielleicht Stream dazu kommen. Mal schauen. Wird auf jeden Fall super spannend. Ach, hier kann man auch noch hinterlaufen. Alles klar. Ich dachte, man könnte mal nur auf diesem Platz da bleiben. Ach, guck mal, wo die da hinlaufen. Krass. Hier, die fangen hier Papierchen. Meins. Okay. Es leckt schon, ist schon ein bisschen buggy. Man sieht, dass das Spiel keine Vollversion ist. Man sieht, dass das wirklich eine Early Access Version ist. Ich finde ehrlich gesagt, 30 Euro für das Spiel ist ein bisschen überteuert. Könnten sie ruhig auch auf 15 runtersetzen. Ist immerhin eine Early Access Version. Und wir kennen das ja alle, bei diesen Early Access Versionen kommen meistens kommen da gar nicht mehr die richtigen Versionen raus. Ich sag nur DayZ, was so, weiß ich nicht, seit gefühlten 8 Jahren oder so schon eine Early Access Version ist. Von daher, ja. Ihr kennt das alles. Kann ich jetzt eigentlich in Nachladen? Kann ich Sunny Packet nutzen? Falls ich mal überleben sollte. Hallöchen, wer bist du denn? Kennen wir uns? Blonde Lady, kennen wir uns irgendwoher? So, wir gucken mal, wo gehen wir hin? Ist dieselbe Map wie eben umgekehrt? Nee. Nee, ist eine ganz andere Map. Sind es immer andere Maps? Ich weiß es nicht. Da sind schon einige abgesprungen. Guck mal da hinten, da sind sie alle. Wie die Smarties fallen sie da runter. Wie die Smarties. So, wir müssen jetzt gucken, wo wir uns platzieren. Wir springen jetzt einfach mal. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wohin. Was peilen wir denn mal an? Da ist ein Haus, da sind 2 Häuser. Die sehen ganz gut aus. Wir halten uns so ein bisschen nach rechts, würde ich sagen. Damit können wir gleich in den Bogen... Wenn wir den Bogen gut erwischen, würde ich sagen, können wir dann so richtig schön eigentlich da die Häuser erwischen. So, komm schon. Ja, 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 ja.
Nein, 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 nicht aufs Dach. Ey, Halleluja, meine lieben Freunde. Halleluja. Das nenne ich mal die Punktlandung überhaupt. Direkt vor die Haustür. So, wir laden erstmal nach. Oh, da liegt auf jeden Fall schon mal eine fette Woman. Woman. Da liegt schon mal eine fette Frau auf dem Boden. Alles klar. Richtig nett von mir. Nichts gegen dicke Leute. Hallo erstmal. So, ich glaube, den können wir auch eigentlich gleich draufpacken. Geht der? Ich glaube, der geht da drauf. Ja, okay. Alles klar, dann laden wir gleich nochmal nach. Packen nochmal den Rest Munition hier mit ein, den wir hier rumliegen haben. Wenn er schon da liegt, dann nehmen wir ihn auch gleich mit. Okay. Umgucken. Wir brauchen ein bisschen Rüstung. Eine Tasche wäre geil. Ein Bag auf jeden Fall. Ein Backpack. Ein Backpack. Was haben wir hier? Munition. Okay. Hä? Kann ich den Pulli nicht anziehen? Oh, eine Weste. Das ist gut. Weste ist definitiv gut. Sieht eigentlich ziemlich frei aus. Ich habe nichts gehört jetzt da draußen. Ah, hier kann ich auf Ego-Perspektive gehen. Kann ich wieder zurück? Ach, auch hier, okay. Verstehe. Wir joggen mal hier eine Runde ums Haus und gucken mal, was hier noch so drin ist. Und dann müssen wir uns so langsam mal... Okay. Okay. Was liegt denn hier Geiles? Ist das eine Pumpgun? Wir wechseln mal ganz kurz. Aber Munition gibt es hier für keine, oder? Doch, da liegt noch... ich glaub's nicht. Da liegt sogar Munition für das Teil. So, wir laden mal nach für das Ding. Hallo? Wie geht denn das? Ach, hier. Hier ist Nachladen. Ja, sorry, Leute. Kann ich jetzt nicht ändern? Ich muss halt ein bisschen ausprobieren. Muss ich halt machen. So, wir gehen... Gucken mal, was haben wir hier drin? Ist das ein Helm? Ja, den können wir mitnehmen. Und hier haben wir noch Munition für die Pistole. So, was haben wir hier noch? Wir haben immer noch keinen Rucksack gefunden. Okay, hier kann man gar nichts mitnehmen. Für den Arsch. Ich sollte vielleicht die Waffe wechseln und hier schon mal auf Auto stellen. Wo müssen wir denn hin? Ach, wir sind sogar in der Zone, so ziemlich. Echt da was? Oder ist das nur das Flugzeug oben? Mal ein bisschen in die Hocke hier. Okay. Oh, das ist super spannend. Das ist super spannend. Man will halt auch einfach nicht zu viel Risiko eingehen. Problem ist nur, dass ich halt Call of Duty-Spieler bin. Ich bin nichts anderes gewohnt. Ich gehe immer aufs Volle. Ich muss mich dran gewöhnen, definitiv. Kann ich... Eine Hose anziehen, eine dunkle. Hier haben wir doch eigentlich eine ganz gute Sicht, würde ich fast sagen. Einfach vielleicht mal, solange wir jetzt noch in der Zone sind hier. Wir sind ja auch wirklich ziemlich mittig. Einfach mal ein bisschen abwarten hier. Habe ich da was gesehen? Das ist ja scheiße. Ach komm, wirklich? Da hinten geht's ab. Ach, ich wechsle hier ständig die Scheißwaffe. Ich sehe schon überall irgendwie sich Leute rumbewegen und was weiß ich nicht alles. Aber ich will jetzt kein Risiko eingehen. Ich würde gerne einfach mal, ich sag mal 50. 50 ist Ziel, unter die Top 50 zu kommen. So für den Anfang, so für die ersten drei Runden, denke ich mal, okay.
Top 50 von 100. Obere Hälfte. Okay, wo sind die alle? Aiming ist wirklich so ein Ding. Da hinten habe ich einen gesehen, glaube ich. Da war gerade was. Oder bin ich jetzt völlig blöd? Ich weiß es nicht. Ach man, ich weiß es nicht. Das ist alles so komisch. War da gerade was? Ich bin der Meinung, hat sich irgendwas geregt. Aber wer weiß es schon. Ich meine, ich stoße gerade gegen das Mikro. Mikro stoßen. 13 Plätze sind wir noch entfernt von unserem Ziel. Dann können wir so ein bisschen auf Risiko gehen, ne? Na ja, gut, so langsam. Wir müssen ein bisschen abwarten. Also rechts läuft gerade der Timer ab. 4 Sekunden. Dann wird der Kreis kleiner. Okay, der hier wird gerade detoniert. Scheint so. Also wie gesagt, so vom Spielprinzip kenne ich jetzt schon so ungefähr, was man machen muss. Ja, also ich weiß, man muss dann in die Zonen und so und die wird dann immer kleiner und am Ende wird es dann quasi eskalationsmäßig. Kenne ich aber halt nur aus Videos. Selber gespielt? Noch gar nicht wirklich. Jetzt müssen sie eigentlich ja kommen. Das heißt, alle, die jetzt hier hinten gelandet sind, die müssen, oder hier irgendwo gelandet sind, die müssen jetzt alle hier rüber und müssen quasi in diesen weißen Bereich hier rein. Das heißt, wenn, dann kommen sie jetzt von da hinten oder von da so übers Feld gelaufen. Und dann sind sie natürlich direkt... Ja, genau. Okay, jetzt ist hier Detonationsbereich. Jetzt müssen wir aufpassen, glaube ich. Jetzt, glaube ich, fallen hier gleich Bomben oder sowas. Konzentration, Leute. 59. 9 Plätze müssen wir noch schaffen. Da habe ich das Ziel erreicht. Bin ich glücklich für heute. Erste Runde. Und direkt das Ziel erreicht. Also wenn ich von da hinten gelaufen kommen würde... Dann wäre das Erste, was ich machen würde... Oha, okay, alles klar. Da ist der Detonationsbereich, man sieht's. Er wird jetzt erstmal bombardiert. Dann würde ich als Erstes Schutz in dem Haus hier suchen gehen. Der ist im Bereich drinnen. Der ist safe. Da kann man sich erstmal ein bisschen ausruhen. Da ist man auf dem Trockenen. Das wäre so meine Vorgehensweise. Sieben Plätze noch. Na komm schon. Oh mein Gott, ich bin so blöd, Mann. Bin ich aus Versehen auf die Taste gekommen. Bin mich natürlich voll verraten. Wir können natürlich auch mega assi sein. Und legen uns einfach hier direkt in den Raum rein. Und ich würde sagen, nach mir die Sinnflut. Wenn da einer kommt, soll er kommen. Ah. So, und dann haben wir hier die Pumpgun. Und sobald die Tür aufgeht, dann spray ich die ganze Tür voll. Ist mir egal. Dann spray ich einfach nur den Rahmen ab, ey. Was liegt? Hä? Ist hier gerade eine Waffe gespawnt? Oder habe ich die fallen lassen? Da ist ein Auto. Boah, das... Nein, ich glaube, die haben mich gesehen. 53. Das ist echt schlecht. Nee, der ist weitergefahren. Der ist eiskalt weitergefahren. Alles klar. Das ist gut für uns. Dann leben wir noch einen kleinen Moment länger. So, gleich ist die Detonation... Die Gaszone... Ich weiß nicht, wie der heißt das denn? Der Kontaminationsbereich, whatever, wieder angekommen... Leg dich hin. Leg dich hin. Bitte, bitte, bitte hat mich nicht entdeckt. 2 Plätze noch. Oh, er hat mich entdeckt. Er hat
mich entdeckt. Oh mein Gott. Ein Platz noch, komm. Irgendjemand muss noch sterben, bitte. Okay, Kontaminationszone ist noch nicht ganz. Wir haben noch ein bisschen. Kann ich mich wieder hinstellen? Ich habe keine Ahnung, wie kann ich mich wieder hinstellen? Jetzt. Okay. Eben wollte er nicht. Er wollte nicht so, wie ich wollte. Oh, nervenaufreibend. Einer muss noch sterben, das kann doch nicht sein. Einer muss noch verrecken, einer muss sein Leben noch lassen. Für mich. Na komm. Freiwillige vor. Das gibt's doch gar nicht. 50! Okay, Ziel erreicht. Jetzt müssen wir aber auch... Habe ich da was gehört? Na, wenn kommen sie ja von hier. Wären ja schön blöd, wenn sie von da nach hier laufen. Dann wären sie ja... 3 Minuten, 20 Sekunden haben wir Zeit um. Okay, wir sind noch im Bereich. Wir sind noch immer im Bereich. Das ist geil. Aber danach müssen wir raus und dann haben die alle schon ihren Platz quasi. Es kann natürlich auch sein, das wäre natürlich mega krass, wenn die Hütte hier am Ende das letzte wäre. 48. Boah, wir sind schon 2 im Plus. Huhuhu. Eigentlich machen wir nichts anderes als rumstehen, aber es ist trotzdem irgendwie spannend. Okay, wenn ich klicke, geht er direkt ins Visier rein. Das ist echt merkwürdig alles. Oh, da ist irgendwas, habe ich gehört. Da hinten ist ein Auto. Habe ich irgendwelche Granaten eigentlich dabei? Nee, ich habe keine Granaten. Sag mal, das kann doch nicht sein, dass da hinten gar keiner abgesprungen ist. Noch. Wir müssen uns überlegen, bleiben wir hier oder gehen wir ein bisschen nach Gatka? Nach Gatka. Wollen wir ein bisschen nach Gatka gehen? Weiß es nicht. Momentan sind wir echt schön sicher und es kann natürlich auch sein, das Ganze geht natürlich nicht immer zentral irgendwie in die Mitte oder so, der Bereich, sondern es kann jetzt auch sein, dass einfach dieser kleine Punkt, wo wir hier sind am Ende, der Bereich ist, der am Ende übrig bleibt. Also nicht, das geht jetzt nicht Stück für Stück einfach irgendwie kleiner, sondern es kann auch wirklich sein, dass das hier quasi dann der letzte Bereich ist. Dann würden wir hier goldrichtig stehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt, ne, es ist wie beim Pokern. Es ist wie beim Pokern. Es ist wie beim Pokern. Man kann natürlich so ein bisschen so, wahrscheinlich, wenn man das länger spielt, die Wahrscheinlichkeit sich ausmalen, wo was landet. Oben wird geschossen. Wenn da oben geschossen wird, dann muss da auch jemand kommen. Oder ist es da hinten? Ja, irgendwie ist es überall bei mir. Es ist immer links, egal wie ich mich drehe. Aber erste Intuition war irgendwie hier. Ich weiß auch nicht, wieso. 43. Boah, wir sind richtig gut. Wir leben immer noch. Das Miese ist natürlich dann, das, was wir jetzt hier machen, dass wir quasi auf die warten. In dem kleinen Bunker, hier in dem kleinen Haus. In dem kleinen Haus hier. Das können die natürlich mit uns gleich machen. Und wenn dann da irgendwie da hinten doch die Zone ist, dann müssen wir definitiv halt zu denen rüberlaufen und dann wird es ein bisschen kritisch. Dann müssen wir uns nämlich... Da ist einer. Okay, pass auf. Hinlegen. Waffe wechseln. Alles klar, pass auf. Wenn du jetzt hier reinkommst, mein Freund, ich gebe alles. Ich habe 5 Schuss, da muss doch einer von treffen. Nur mein Aim, das muss passen. Ja! Ja! Oh Gott!
Erstmal nachladen. Wir haben den ersten Kill, meine lieben Freunde. Wir haben den ersten Kill. Und die Detonationszone kommt. Jetzt müssen wir erstmal gucken, was hat der hier so dabei? Mein Freund, was hast du hier dabei? Schmerzmittel, kann ich alles nicht mitnehmen. Hast du überhaupt eine Tasche oder so? Rucksack, guck mal. Hier, der hat doch einen Rucksack dabei. Hä, kann ich den Rucksack nicht auswählen? Doch, klar kann ich den auswählen. Was haben wir hier? Blendgranate. Magazin können wir irgendwie alles irgendwie, weiß ich nicht. Whatever. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache überhaupt. Also, auch egal eigentlich. Packen einfach alles drauf, was geht, sage ich einfach mal, ne? Der hat auch viel Zeug mit, wa? Boah, Verband. Kommt einer? Oder ist es dieses komische Zeug, was ich da gesehen habe? Ich glaube, ich habe jetzt gar keine Zeit, irgendwie mich hier drum zu kümmern. Wir gucken nochmal ganz kurz, was da vielleicht noch drin ist. Irgendwas Geiles. So ein Helm Stufe 2, den nehmen wir mit, auf jeden Fall. Munitionstechnisch. Packen wir einfach alles ein, was wir hier so kriegen können. Gasmaske halb, okay. Das ist echt fett auf jeden Fall. Gepolsterte Jacke, lila. Gasmaske, nehmen wir mit. Ruhe. Ey, was hat der alles dabei? Krasse Sache, ey, wirklich. Schmerzmittel nehmen wir auch nochmal mit. So, alles klar. Wir lassen es dabei. So, jetzt gucken wir einmal, wo geht der Bereich hin? Und jetzt sind wir definitiv draußen. Alles klar, ich würde sagen, Waffenwechsel und dann geht's ab. Los geht's. Wir müssen darüber. Oder? Müssen wir dahin? Ja, wir sind auf der richtigen... Okay, dann wird quasi... Ich denke mal, die Stadt wird auf jeden Fall das Zentrum des Fights. Ich sehe keinen. Wo müssen wir quasi hin? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist der Bereich gleich... Wir laufen so ein bisschen schräg, weil... Was haben wir denn hier? Lebt der oder ist... Der war am Leben! Wir haben noch einen! Alles klar. Weiter geht's. Nachladen vielleicht noch. Er liegt da schäbig im Gras. Wo müssen wir hin? Also, was ist denn jetzt los? Wir sind so circa auf dem Weg in die richtige Richtung, würde ich fast sagen. Mal ein bisschen umgucken. Ja, gleich so ein bisschen rückwärts laufen üben. Boah, was eine Runde! Wo ist die Zone? Wo sehe ich die Zone? Boah, wir müssen noch ein ganzes Stück weiter. Hier haben wir eine Holzhütte. Nicht, dass da einer... Rucksack... Oh, Rucksack... Rucksackstufe 3. Na, alter, fette Sache. Ich habe keine Ahnung, wie viel es gibt oder so. Wir bleiben mal so ein bisschen in den Gebüschen. Aber das werden sich bestimmt auch noch andere denken. Also, ich weiß nicht. 31 nur noch am Leben. Und wir sind einer davon. Da oben wird jetzt wahrscheinlich ein Sniper irgendwo sitzen, würde ich fast sagen. Ich würde mich definitiv da oben im Haus positionieren und einfach abwarten. Da oben ist einer. What the fuck? Ja, mein Aim, Leute. Da ist mein Aim definitiv zu schlecht für. Alter, aber ich habe ihn getroffen, glaube ich. Boah, Rang 27. Wir haben zwei Leute gekillt. Ja, nice. Definitiv nice. Ausgang zur Lobby. Boah, das war definitiv eine geile erste Runde auf dem PC. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das doch so viel Spaß macht. Das ist wirklich extrem geil. Allerdings, aiming-technisch muss da wirklich noch, da muss noch viel passieren, auf jeden Fall. Da
da bin ich definitiv noch nicht so weit, dass ich das irgendwie kann oder so. Er muss halt Aiming, boah, das ist echt krass. Aber wenn ich überlege, so damals bei der PlayStation, als ich angefangen habe, das müsste jetzt so 3 Jahre her sein, wo ich das erste Mal PlayStation gespielt habe, drei Jahre? Ja doch, 3 oder 4 Jahre. 4 Jahre, kommt eigentlich hin. Und das ist schon echt heftig. Da war ich auch am Anfang echt, da hatte ich sowas von Schwierigkeiten. Allgemeine Empfindlichkeit, Scoping-Empfindlichkeit, die gehen wir mal runter auf 30, würde ich sagen. Scoping, was ist denn Scope mal 2? Visier. Ach so, das sind die Visiere. Ja gut, dann machen wir trotzdem dasselbe. Guck mal, wir können bestimmt auch hier einfach... Was? Man kann nicht einfach mal eine Zahl eingeben? Was ist das denn, ey? Das nennt sich Spiel, ja? So. Da auch nochmal. Und da... Ja gut, so. So passt das doch. Boah, was war das für eine geile Runde. Aber das war's erstmal. Ich muss jetzt definitiv auch mal wieder... Ne, in die Haie und so weiter und so fort. Ihr kennt das, es ist schon wieder super spät. Es hat sowas von viel Spaß gemacht. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das heißt Let's Play Battleground. Und Stück für Stück werden jetzt wahrscheinlich auch wieder ab und zu mal ein paar mehr Videos kommen. Je nachdem. Ich habe immer noch zu tun. Aber ihr seht, das Ganze läuft schon mal. Das heißt zwischendurch, wenn ich einfach mal sehe, ich habe eine Stunde Zeit, dann kann ich definitiv einfach ein Video machen oder mal einen Stream mal schauen. Und ich würde sagen, es hat mich supermäßig gefreut. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet. Wir haben zwar viel rumgestanden, aber ich denke mal, es war trotzdem einfach mega spannend. Das macht einfach dieses Spiel aus, finde ich. Man kann da nicht die ganze Zeit rumrushen. Es ist kein Call of Duty, bei dem man hier versucht, eine 24er Gunstreak zu reißen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, meine lieben Freunde. Bis dahin. Ciao.